Wir sind hier im Wald zu einem schönen Ort, sehr alten Ort. Ich werde euch aber keine Geschichtsdoku oder sonst irgendwas machen, sondern euch ein paar schöne Orte zeigen. Viel Spaß dabei. So, hier geht's zu einem Ort, zu einem Hügel, und den zeige ich euch jetzt. Auf dem Weg dahin begegnet uns noch dieser Tümpel. So, hinter dem Tümpel sehen wir etwas ganz Tolles. Und zwar das, was vorne auf dem Schild gestanden hat. Ein Grabhügel im Walde. Im Frühjahr 2013. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Viel Wasser noch von den regnerischen Wochen. Einzigartig an einem Grabhügel ist, man findet hier hinterlegte Steine und jemand hat sogar vermutlich ein Münzopfer gebracht. Und hinter dem Grabhügel geht der schöne mystische Tümpel. Da könnte man doch Geschichten erzählen von Wassergeistern und Wassernixen. Ein sehr schöner Grabhügel. Mystisch und geheimnisvoll im tiefen Walde. Umgeben von Wasser. Wie war das noch in den Mythen? Das Wasser ist der Übergang in die Anderswelt. Der Stein des Grabes. Vom Hügelgrab aus zu sehen, das Wasser. So, ein weiteres Hügelgrab im Walde. So, und natürlich ein weiterer Hügel. Sind jetzt hier am Anfang vom Hügel. Und natürlich der Stein auf dem Grabhügel. Der sieht doch ganz besonders schön aus. Schöne Formen.
und ein weiterer Stein auf einem Hügelgrabe. Und Walde. Ein wunderschönes Hügelgrab erstrahlt in der Sonne. Und ein weiterer Stein auf einem Hügelgrabe. Das direkt am Waldweg. Wie ihr ja sicher wisst, schauen ja Tiere heute im Wald auch Fernsehen. Und das heißt, hier mit dem Wald gibt es sogar Stromanschluss. Das heißt jetzt auch, Tiere haben das neue Sat-TV entdeckt und werden auch demnächst Highspeed-Internet haben. Und ihr werdet dann auch irgendwelche Rehe mit irgendwelchen Laptops um den Hals hängend demnächst sehen, die Straße überqueren, weil die werden hier an der Station natürlich ihre Laptops aufladen. So, natürlich seht ihr hier, wo es dann als nächstes hingeht. Ne? Also das obere Schild ist natürlich die, wo etwas größer geraten sind. Die können dann in ihrer Anhöhe das Schild lesen. Und natürlich für kleinere Menschen ist natürlich etwas weiter unten umweltfreundlicher mit Holz am Baum angebracht. Weiteren hier noch einige Steine bzw. Baumwurzeln, aber hier haben wir einen Stein und auch Baumwurzeln. Hier sind noch mehrere Gräber. Und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss. Also ich könnte euch noch mehr Gräber zeigen, aber da wird das Video zu lang. Ich zeige euch jetzt noch was ganz Besonderes. Jo. Hier kommt ein ganz großer Grabhügel. Ein richtig großer Grabhügel hier im Walde. Gewisse Informationen zu den Grabhügeln werde ich keine geben. Soll sich jeder selbst ein Bild machen. Ich sage nur, es ist ein Ort. Man kann hier sehr viele Geschichten erzählen. Sehr schön. Sonnigen Tag im Frühling, im April. Der Winter ist endlich weg. Und so ein Wald mit vielen Grabhügeln, der erzählt natürlich noch mehr Geschichten. Die Steinfassung vom großen Grab. Das gehen wir natürlich hoch. Und haben einen weiteren Stein.